Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Game 2. Tja, unser Studio, das ist heute leider besetzt. Da wird nämlich gerade die neue Staffel vom Dschungelcamp gedreht. Aber wir sind zum Glück bei Freunden untergekommen, bei einem WDR-Funkhausorchester in Köln. Hallo Leute! Hallo! Habt ihr denn auch so richtig Bock auf richtig geile Games? Dann gebt mir mal ein fettes Yeah! Yeah! Ja, heute geht's unter anderem um Rainbow Six Extraction, das Horror-Spin-Off zu Ubisofts extrem erfolgreicher Taktik-Saga. Aber vorher ziehen wir noch einen richtig fetten Fisch aus dem Wasser. Pokémon-Legenden Arceus verspricht sich das Beste von Breath of the Wild geklaut zu haben. Vielleicht ist diese Hoffnung aber auch total unbegründet. Wird es genial? Wird es Mist? Wird es super gut? Wird es vielleicht nicht so gut? Ich weiß es auf jeden Fall nicht, aber der liebe Markus, der weiß mehr. Als wir vor knapp einem Jahr die ersten Szenen aus Pokémon Legenden Arceus präsentiert bekommen haben, waren Pokémon-Fans auf der ganzen Welt direkt ganz hibbelig. Da lief ein Trainer durch eine scheinbar offene Welt, fing erstmals eigenhändig Pokémon und konnte sogar direkt von wilden Taschenmonstern angegriffen werden. Die Schlagzeilen folgten prompt. Das ist das erste Open-World-Pokémon-Spiel, ein Breath of the Wild im Pokémon-Universum. Die große Revolution für die gesamte Spielereihe. Aber ist Legenden Arceus nun wirklich der revolutionäre Teil, den sich Fans in ihren kühnsten Träumen erträumt haben? Story und Setting sind schon mal vielversprechend. Eure Spielfigur wird vom Gott-Pokémon Arceus höchstpersönlich in die Vergangenheit geschickt, um dort allen Pokémon zu begegnen. Der Grund sei mal dahingestellt. Ihr landet schließlich in einer fremden Region namens Hisui, die an das feudale Japan erinnert, später besser bekannt als die Sinnoh-Region, also dem Schauplatz aus Diamant und Perl. Tja, nur ist die eigentlich dicht besiedelte Region zu dieser Zeit kaum bewohnt und besteht noch aus unerforschter Wildnis. Da trifft es sich hervorragend, dass ihr direkt auf einen Professor des Forschungstrupps trefft. Die Gruppe ist Teil der sogenannten Galaktik-Expedition, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die komplette Hisui-Region zu erforschen. Und dazu zählt natürlich auch das komplette Befüllen des ersten Pokédex. Und weil das ja zufällig genau die Aufgabe ist, die ihr vom Arceus aufgedrückt bekommen habt, werdet ihr auch mir nichts, dir nichts zum Expeditionsmitglied ernannt, bekommt euer erstes Pokémon in die Hand gedrückt und macht ab sofort gemeinsame Sache. Als frisch gebackener Forscher geht es also in die Wildnis, wo ihr euch alles schnappt, was da so kreucht und fleucht. Das funktioniert dieses Mal aber völlig anders, als ihr es kennt. Warum? Weil ihr die Bälle jetzt direkt auf die wilden Monsterchen werft. Das fühlt sich fantastisch an, ist aber nicht immer so leicht, wie es eben aussah. Jedes Pokémon hat unterschiedliche Verhaltensweisen. Während dieses Bidiza nicht mal daran denkt, wegzulaufen, ergreift ein starrer Lilly sofort die Flucht, wenn es euch entdeckt. Wer sich das Leben in solchen Fällen etwas leichter machen möchte, sollte sich also vorsichtig anschleichen oder auf eine breite Palette an Hilfsmitteln zurückgreifen. Besonders fies sind die aggressiven Exemplare. Die können eure Spielfigur nämlich direkt angreifen und wenn ihr nicht schnell genug ausweicht, gibt's Pokéschelle und ihr verliert eine ordentliche Menge nützlicher Gegenstände. Also haltet eure Kameraden griffbereit, denn natürlich könnt ihr die wilden Monster wie gewohnt im Kampf schwächen und fangen. Um den Pokédex zu vervollständigen, reicht es allerdings nicht, die Monster einfach nur einzukassieren. Sie wollen umfangreicher erforscht werden. Dazu müsst ihr verschiedene Aufgaben abarbeiten, wobei es komplett euch überlassen ist, welche der Aufgaben ihr angeht. Ob ihr zum Beispiel immer und immer wieder das gleiche Pokémon fangt, es im Kampf besiegt oder bestimmte Attacken beobachtet, liegt ganz in eurer Hand. Die Forschungsarbeit hat uns definitiv motiviert. Erstens, weil der Professor uns für unseren Einsatz bezahlt, zweitens, weil wir im Forschungsrang steigen können, was wiederum neue Belohnungen freischaltet und drittens steigt so die Chance drastisch, einem besonders seltenen Shiny-Pokémon zu begegnen. Das einzig Doofe bei der großen Wandlung vom Pokémon-Trainer zum Pokémon-Forscher ist, dass das alte Motto, der Allerbeste werden zu wollen, nicht mehr ganz passt. Wir haben das mal aktualisiert. Schlauste sein, sei schlauer als der da. Sitzt auf dem Klo, studier ich sie mit Gottes Smartphone, ja.
spürte sie gleich aus der Hand und blute nur ganz leicht. Ein Eintrag mehr in meinem Buch, ob ihm das vielleicht schon reicht. Arceus, wie lang bleib ich hier? Wie viele Pokémon gibt es hier? Arceus, oh mein Götterfreund, zurück in meine Welt. Arceus, ich kann nicht mehr. Meine Mama, die sorgt sich schon. Ich war für dich und war für dich. Wo bist du? Und damit kommen wir zu den Kämpfen. Die laufen in Arceus nämlich etwas anders ab, als Serienfans es aus der Vergangenheit kennen. Zum einen könnt ihr Attacken in zwei verschiedenen Kampfstilen einsetzen. Mit der Krafttechnik richten die Angriffe deutlich mehr Schaden an, dafür darf der Gegner danach mehrfach angreifen. Mit der Tempotechnik haut ihr etwas weniger stark rein, seid dafür aber schneller wieder am Zug. Ihr solltet also ständig einen Blick auf die Aktionsleiste haben, um nicht überrumpelt zu werden. Vor allem, weil es nun auch passieren kann, dass ihr von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen werdet. Zum anderen wurden viele altbekannte Attacken in puncto Werte und Effekte stark an das neue System angepasst. Die neuen Mechaniken mögen frischen Wind in die Kämpfe bringen, verlieren aufgrund vieler Einschränkungen, wie zum Beispiel der deutlich verringerten Anzahl an Angriffen oder der Tatsache, dass es keine tragbaren Gegenstände und Pokémon-Fähigkeiten mehr gibt, aber auch stark an Tiefe. Auf lange Sicht geht so auch die Spannung flöten. Und wahrscheinlich ist es auch genau deshalb nicht möglich, gegen andere Spielerinnen und Spieler zu kämpfen, was ziemlich schade ist. Immerhin sind eure kämpferischen Fähigkeiten noch an einer anderen Stelle gefragt. Durch einen Riss im Raum-Zeitgefüge sind plötzlich eine Handvoll besonders starke Pokémon in Rage geraten. Eure Aufgabe ist es natürlich, diese sogenannten Königinnen und Könige wieder zu besänftigen. Und wie beruhigt man solche wütenden Bestien am besten? Ja, vielleicht. Oder indem ihr die blaublütigen Pokémon mit kleinen Säckchen bewerft, die mit ihrem Lieblingsessen gefüllt sind. Komm doch mal her, du Arschloch, Mann! Ey, hier, richtiger Boden! Du bist nicht du, wenn du wütend bist. Salami. In diesen Bosskämpfen ist Geschick gefragt. Während ihr den heftigen Attacken ausweicht, ballert ihr das leuchtende Pokémon mit den Mini-Lunchboxen ab, bis es sich wieder beruhigt. So richtig schwer ist das zwar nie, ganz cool fanden wir sie aber trotzdem. Erstens, weil sie eine willkommene Abwechslung darstellen, zweitens, weil wir zur Belohnung Zugang zu einem neuen Gebiet erhalten. Und an dieser Stelle müssen wir mit einer Fehlannahme aufräumen. Legenden Arceus hat keine offene Welt. Zumindest keine zusammenhängende. Die verschiedenen Gebiete sind nämlich nicht miteinander verbunden. Wollt ihr in ein anderes Areal, müsst ihr stets zum Dorf zurück, um das neue Gebiet anzusteuern. Hat uns aber wenig gestört. Die einzelnen Biome sind schön unterschiedlich und durchaus weitläufig. Vor allem mit den neuen Reittierchen macht die Erkundung noch mehr Spaß, da ihr auch geschmeidig zwischen ihnen wechseln könnt. So erreicht ihr auch abgelegene Stellen, wo es oft etwas zu entdecken gibt. In erster Linie sind das natürlich die Pokémon selbst, darunter auch einige neue Hisui-Formen. Und die sind zu großen Teilen wirklich gut gelungen. Wie immer gibt es aber auch abscheuliche Ausnahmen. Besonders lobenswert ist die Tatsache, dass ihr ohne Probleme und vor allem ohne mit anderen Spielerinnen und Spielern tauschen zu müssen, an alle Pokémon kommt. Für eine frustfreie Singleplayer-Erfahrung ist somit gesorgt, zumindest bis ihr im Endgame angekommen seid. Wollt ihr das wahre Ende nach einem etwas unbefriedigenden Finale sehen, müsst ihr unter anderem diese Flammen in ganz Hisui sammeln. Und davon gibt es ganze 107 Stück. Das ist schon fast frech. Neben dem Sammeln von Taschenmonstern spielt auch das Sammeln von Ressourcen eine wichtige Rolle. Weil das Geld vor allem zu Beginn des Spiels sehr knapp ist, müsst ihr euch die meisten Gegenstände nämlich selbst zusammenbasteln. Etwas nervig wird irgendwann lediglich der stark begrenzte Platz in der Tasche. Ihr könnt euch zwar Stauraum dazu kaufen, allerdings immer nur einen Slot, der auch von Mal zu Mal teurer wird. Und damit kommen wir dann auch zum Donphan, also dem Elefanten-Pokémon im Raum, der Grafik. Zur Tagesordnung gehören unter anderem seltsame Wassereffekte, eckige Schatten oder häufige Darstellungsfehler wie zitterndes Gras oder Gliedmaßen. Ganz weit oben auf der Scheißeliste stehen aber haufenweise hässliche Texturen, die gerne mal schön langsam nachladen, vor allem wenn ihr euch schnell bewegt. Das ist alles wirklich unschön und wird einem Spiel aus dem Jahr 2022 absolut nicht gerecht. Auf die fehlende Leistung der Switch lässt sich das nicht so einfach schieben, da haben wir nämlich schon deutlich Besseres gesehen.
Dazu kommt, dass Legenden Arceus wenig lebendig, ja fast schon faul wirkt. Kopierte Gebäude, NPCs, die einfach nur blöd in der Gegend herumstehen und nichts tun, als darauf zu warten, angesprochen zu werden, und lieblos gestaltete Landschaften mit wenig Wiedererkennungswert. All das hinterlässt ein, wohlwollend gesagt, mäßiges Gesamtbild. Die Illusion einer lebendigen, glaubhaften Welt geht in jedem Fall anders. Auch wenn Spielerinnen und Spieler zu Recht sauer über die enttäuschende Präsentation sind, wir glauben, dass der Schritt in eine neue Richtung richtig und wichtig war. Denn auch wenn Pokémon Legenden Arceus nicht ganz die große Revolution für die Spielereihe ist, kommt das Spin-off ziemlich nah an die Vorstellung heran, die viele von uns seit Pokémon Stadium für das N64 hatten. Ein 3D-Pokémon in einer großen, weitläufigen Welt, in der man eigenhändig Pokémon fangen und sie auch jederzeit aus ihren Bällen holen kann. Ob zum Kämpfen oder nur zum Tee trinken. Die neuen Mechaniken funktionieren super und lassen uns noch tiefer in die Welt der Pokémon eintauchen. Für die Zukunft bleibt nur zu hoffen, dass einige der wirklich guten Aspekte aus dem neuesten Abenteuer auch in den Hauptspielen Anwendung finden und die Technik vielleicht mal nicht komplett auf der Strecke bleibt. Solange müssen wir wohl einfach weiter von dem einen perfekten Pokémon-Spiel träumen. Moin Leute, lange ist's her, seitdem ich euch das letzte Mal ein paar Neuigkeiten um die Ohren hauen durfte. Ich hoffe, ihr habt's genauso vermisst wie ich. Ich nicht. Wie, du nicht? Tja, dein Pech, denn wir starten direkt mit einer wuchtigen News. Erst vor wenigen Wochen hat Microsoft für schlappe 68,7 Milliarden US-Dollar Activision Blizzard eingesagt. Die Verschmelzung beider Konzerne ist jedoch ein langwieriger Prozess, weshalb der Abschluss des Deals vermutlich bis Juni 2023 dauern wird. Das erklärt zumindest Activision Blizzard CEO Bobby Kotick in einem Brief an die Belegschaft. Durch diesen Deal könnte es beispielsweise dazu kommen, dass das ehemalige PlayStation-Maskottchen Crash Bandicoot exklusiv auf Xbox oder PC wechselt. Sony gerät dadurch natürlich unter Druck, was auch deren um 13% eingebrochener Börsenwert zeigt. Jetzt, knapp anderthalb Wochen später, kündigt der japanische Technikkonzern den Kauf von Destiny-Studio Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar an. Sony betont aber, dass Bungie unabhängig bleibt und nicht exklusiv für Sony, sondern weiterhin auch für andere Plattformen entwickelt. Damit steht jetzt allerdings das Studio, das für die ersten Halo-Teile verantwortlich war, unter dem Dach der Konkurrenz. Puh, das waren ja schon ziemlich große Neuigkeiten. Diese Übernahmen könnten einen nachhaltigen Einfluss auf den Gaming-Markt haben, gerade im Hinblick auf Abo-Modelle wie den Game Pass. Ausführlicher wird's in unserem Talk-Format Press Select. In der ersten Ausgabe diesen Jahres widmen wir uns genau diesem Thema. Hier geht's jetzt weiter mit flotteren News im Schnelldurchgang im Ticker. Ausgeschlossen! Das neue Ghost Recon Frontline befindet sich seit kurzem in einer geschlossenen Beta-Phase. Ursprünglich war diese schon im Oktober 2021 als offener Testlauf geplant. Wann der nachgeholt wird, bleibt abzuwarten. Nicht schon wieder! Auch 2022 macht keinen Halt vor Release-Verschiebungen. Der Koop-Shooter Evil Dead The Game sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, wurde aber erneut verschoben. Erscheinungsdatum ist jetzt der 13. Mai 2022. Und noch eine! Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier soll Publisher Warner Media Suicide Squad Kill the Justice League still und heimlich auf 2023 verschoben haben. Offiziell wurde sich dazu bis zum Redaktionsschluss aber noch nicht geäußert. Das auch noch! Vor kurzem gab EA bekannt, dass sich auch die erste Season von Battlefield 2042 verspätet. Nach einem größeren Update Ende März möchte sich das Team hinter Battlefield nochmal ganz fokussiert der ersten Season widmen und schiebt den Release daher auf den Sommer. Grund dafür ist vor allem das enorme Negativfeedback von Seiten der Community. Praktisch! Seit dem 31. Januar könnt ihr eure PlayStation- und Discord-Accounts verknüpfen. Dadurch besteht die Möglichkeit, Aktivitäten und Gamertags über den Instant-Messaging-Dienst anzeigen zu lassen. Gestartet wurde die Implementierung in den USA. Der Rest der Welt kommt nach und nach dran. Halo from the other side. Ende Januar wurde der zweite Trailer zur Halo-Streaming-Serie veröffentlicht. Aus diesem kann man schließen, dass die Story anders ablaufen wird als in den Videospielen und Büchern und eine eigene Timeline aufmacht. Ob die überzeugen kann, könnt ihr dann ab März selbst herausfinden. Madness Returns. Die Serienrechte zu James McGee's Alice im Wunderland-Videospielen wurden verkauft. Produzent und Drehbuchautor soll David Hayter sein, der unter anderem auch an X-Men und Watchmen arbeitete. Während McGee an einem dritten Teil arbeitet, widmet sich die Serie dann den ersten beiden Spielen. Nicht mehr lange! Am 25. Februar launcht das Steam Deck.
Nach der Verschiebung aus dem letzten Jahr ist der Release jetzt festgezurrt. 3 Tage später soll dann auch schon alles verschickt werden. Tja, mal schauen, was die größte Switch-Konkurrenz so zu bieten hat. Das war's auch schon wieder von mir und den News für diese Woche. Ich gebe jetzt weiter an Trant, der hat sich nämlich Gran Turismo 7 anschauen dürfen. Und mich seht ihr auch schon nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Krogi. Ja, hallo und gleich vorweg, gespielt habe ich nichts. Die folgenden Infos erhielt ich in Form von Videopräsentation und einem Q&A mit GT-Schöpfer Kazunori Yamauchi. Zusammen mit dem State of Play Video vom vergangenen Mittwoch liegt nun einiges auf dem Tisch, das ich euch möglichst knackig zusammenfassen will. Los geht's! Gran Turismo 7 erscheint am 4. März für PS5 und PS4. Jedwedes Videomaterial in diesem Beitrag hier stammt von der PS5-Version. Das Spiel wird über 400 Autos beinhalten, sowie insgesamt 97 Strecken, darunter auch wieder altbekannte Fantasiekreationen wie Deep Forest oder Trail Mountain. Die Streckenanzahl ergibt sich aber auch aus den unterschiedlichen Layouts der Rennkurse. Die Zahl der Locations, auf die sich diese Streckenvarianten verteilen, beläuft sich auf 34. Weitere Strecken und Autos sollen später in Form von kostenlosen DLCs hinzugefügt werden. Die PS5-Version bietet 2 Grafikmodi. Im Framerate-Modus laufen sowohl die Rennen als auch die Wiederholungen in 4K und 60 FPS. Im Raytracing-Modus kommt Raytracing nur außerhalb der Rennen zum Einsatz, also bei den Wiederholungen oder beim Betrachten von Autos. Die Grafik in den Rennen selbst bleibt von dieser Einstellung unberührt. Vergleichsbilder kann ich euch keine zeigen, aber nach dem, was ich gesehen habe, sind die Unterschiede echt winzig. Da müssen wir einfach mal das fertige Spiel abwarten. Ein großer Fokus liegt auf der Rückkehr des klassischen Karrieremodus. Den gab es in GT Sport ja erst gar nicht und wurde später auch nur in sehr rudimentärer Form nachgereicht. Jetzt gibt's wieder eine umfangreiche Solospielerkarriere mit vielen Nebenaktivitäten, anwählbar über eine Art Mini-Weltkarte. Dazu gehört zum Beispiel der Scapes-Modus zum Fotos machen, der Lackierungs-Editor oder der Gebrauchtwagenmarktplatz, dessen Angebot sich jeden Tag zufällig ändert. Und auch optisches sowie leistungsbezogenes Tuning ist wieder möglich. Für ausbalancierte Wettbewerbsverhältnisse sorgt ein Performance-Index, der neuerdings anhand einer hintergründigen Simulation des getunten Fahrzeugs erstellt wird, wenn man auf den Measure-Knopf drückt und der daher sehr aussagekräftig sein soll. Ob das wirklich für eine gute Balance zwischen den Autos sorgt, wird sich zeigen müssen. Ein neues Feature ist das Gran Turismo Café. Das kann man als eine Art Spielführer begreifen, der mit kleinen Aufgaben zum Abhaken auf die verschiedenen Aktivitäten des Karrieremodus hinweisen soll. Nett, aber nicht aufregend, was ich auch für einen anderen neuen Modus sagen würde, die Music Rally. Hier fahrt ihr ein Rennen, bei dem die Musik die Hauptrolle spielt. Ihr habt zum Start eine im Takt der Musik abnehmende Anzahl an Beats und müsst diese durch das Passieren von Checkpoints immer wieder auffüllen. Je schneller die Musik, desto mehr Tempo ist nötig und das Ziel ist es, möglichst viel Strecke zu machen. Allerdings soll der Sinn dieses Modus weniger in dieser Herausforderung bestehen, sondern eher in der Verflechtung von Musikgenuss und entspanntem Fahren. Tja, ich lasse es einfach mal so stehen und erspare mir einen Kommentar. Stattdessen haue ich zum Abschluss noch 2 wirklich wichtige Infos raus. Erstens, die Online-Multiplayer-Komponente wird wieder so funktionieren wie der Sportmodus aus GT Sport. Und das ist gut so, denn der hatte dort mit seinen Regularien und Fahrerwertungen für echt spannende Online-Rennen ohne Rempeldeppen gesorgt. Und zweitens, endlich gibt es dynamische Wetterverhältnisse und Tageszeiten. Wenn auch mit einer kleinen Einschränkung, denn kräftiger Regen oder tiefste Nacht werden wir nur auf bestimmten Kursen erleben, etwa auf dem Circuit de la Sarthe oder dem Nürburgring. Lediglich Wetter zwischen sonnig und wolkig sowie Tageszeitverläufe zwischen Morgen und Abend wird es auf allen Kursen geben. Na gut, ist nicht ganz perfekt, aber da die Simulation dieser Umwelteinflüsse schon auf den Videos viel hermacht, ich meine, schaut euch mal den Nachthimmel an, würde ich das trotzdem als großen Schritt nach vorne verbuchen. Wie ihr seht, richtige Sensationen gab es in diesem Rahmen jetzt nicht, aber das hat das Rennspielgenre ebenso an sich, da findet die Weiterentwicklung im Detail statt. Trotzdem macht Gran Turismo 7 sowohl technisch als auch inhaltlich einen tollen Eindruck und wirkt durch die Vermischung von alten und neuen Stärken sehr komplett, sodass ich glaube, dass der Titel uns durch die gesamte aktuelle Konsolengeneration begleiten wird. GT 8 gibt's dann bestimmt erst für die PS6. Tippe ich jetzt einfach mal. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Sie sind fantastisch.
Wir kommen jetzt zum blutigen Teil des Abends. Rainbow Six Siege ist ein Online-Taktik-Shooter, der seit Jahren sehr beliebt ist und dank regelmäßiger Updates ordentlich Kohle in die Kasse von Ubisoft spült. Mit Extraction steht jetzt ein Spin-off an, das den Fokus auf Co-op-Action legt gegen fiese Aliens. Klingt eigentlich wie ein No-Brainer. Kann man nicht viel falsch machen, quasi gut und gut gleich geil. Dass es mit den Erfolgsformeln für Videospiele aber nicht immer so einfach ist, hat Kuro für euch herausgefunden. Yeah, Kuro! Manchmal ist das mit dem Timing so eine Sache. Als ein Rainbow Six Spin-off mit dem Titel Quarantine im Rahmen der E3 2019 angekündigt wurde, war die Welt noch in Ordnung. Die Pandemie traf jedoch auch den Koop-Shooter hart. Nicht nur wurde das Spiel mehrmals verschoben, auch das mit dem Namen entpuppte sich als heikel. Aus offensichtlichen Gründen brauchen wir einen neuen Namen. Wegen Covid und der Pandemie. Ja, korrekt. Eure Vorschläge, go! Killerparasit Megadev. Extraction, weil im Spiel macht man ja auch immer die Biege, ne? Oh, ich falle. Ist ja doof. Naja, also so schlecht war die Idee doch gar nicht. Stimmt. Naja, ups. Doch auch mit neuem Namen stellt sich die Frage nach dem Sinn und Zweck dieses Spin-offs. Und ob sich Politthriller-Autor und Rainbow Six-Schöpfer Tom Clancy bei diesem Szenario nicht vielleicht sogar im Grab umdrehen würde. Denn viel hat Extraction mit den klassischen Rainbow Six nicht mehr am Hut. Aber ganz ehrlich, ist das überhaupt notwendig, wenn das Ding am Ende Spaß macht? Und viel wichtiger noch, macht Rainbow Six Extraction überhaupt Spaß? Die Antwort ist, alleine eher nicht. Und auch wenn ihr auf Dauer mit Randoms spielt, dann könnte der bleihaltigen Schädlingsbekämpfung recht schnell das Antiparasitikum ausgehen. Doch der Reihe nach. Der Chimera-Parasit, der bereits 2018 im Rahmen des Spezialevents Outbreak von der Rainbow-Einheit in Rainbow Six Siege bekämpft wurde, ist erneut ausgebrochen und taucht an verschiedenen Orten der USA auf. Dieses Mal allerdings in mutierter Form. Team Rainbow ruft deswegen eine neue Division namens REACT ins Leben. Diese Sondertruppe der Sondertruppe besteht aus den bekannten Spezialeinheiten, die sich sonst in Rainbow Six Siege gegenseitig auf die Mütze geben. Nun kämpfen sie gemeinsam in New York, San Francisco, Alaska und der Kleinstadt Truth or Consequences in New Mexico gegen die aggressiven Auswüchse des Parasiten, die sogenannten AKEn. In jeder Stadt gibt es drei Level, die wiederum in drei Abschnitte unterteilt sind. Jeder Abschnitt wartet mit einer eigenen Aufgabenstellung auf euch. Die werden vor Einsatzstart zufällig zugeteilt. Dabei müsst ihr zum Beispiel ein bestimmtes Ziel töten, Parasitennester markieren, WissenschaftlerInnen retten oder Objekte gegen Gegnerwellen verteidigen. Dabei empfiehlt es sich, in Extraction taktisch vorzugehen. Die Rambo-Tour führt nur selten zum Erfolg. Wer einige Zeit mit Rainbow Six Siege verbracht hat, der wird sich trotz Parasitenschmodder gleich zu Hause fühlen und einige Parallelen entdecken. Holzwände zum Beispiel sind auch hier zerstörbar, was praktisch ist, um im Nebenraum lauernde Gegner ungefährdet zu erledigen. Oder ihr sprengt euch gleich einen neuen Zugang frei. Gleichzeitig lassen sich Holzwände verstärken oder Fenster sowie Türen verbarrikadieren. Ideal dann, wenn ihr bestimmte Punkte verteidigen sollt. Bekannte Gadgets wie die Aufklärungsdrohne, mit der ihr die Umgebung erkunden könnt, sind ebenfalls wieder mit am Start. Mit einer eingespielten Truppe waren unsere Ausflüge oft ungemein unterhaltsam, weil wir die taktischen Möglichkeiten voll ausschöpfen konnten. Mit Randoms ist das auch möglich, aber unserer Erfahrung nach gehen die Einsätze eher nach hinten los. Feind gesichtet! Ich schalte das Ziel aus! Scheiße, es hat uns gesehen! Mit alarmierten AKEn ist nicht zu spaßen. Denn die Parasitennester schalten in den Turbo-Modus und setzen mit rasender Geschwindigkeit weitere Monster in die Welt. Das kann dazu führen, dass ihr mit der Zeit einfach überwältigt werdet. Deswegen solltet ihr vor einem Einsatz die Wahl der Gadgets und Operator auf die jeweiligen Aufgaben zuschneiden, um so bestmöglich für die Einsätze und alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Es gibt zum Release 18 Operator, die allesamt die aus Siege bekannten Waffen und Fähigkeiten besitzen. Pulse beispielsweise scannt mit seinem Herzschlagsensor Nester in der Umgebung, während Sledge mit seinem Hammer Löcher in Wände kloppt. Doch auch bei bestmöglicher Vorbereitung, Fehlschläge lassen sich auf Dauer nicht vermeiden. Hier kommt Rainbow Six Extractions spannendster Gameplay-Kniff zum Tragen. Werdet ihr während eines Einsatzes von den AKEn vermöbelt, dann gilt euer ausgesandter Operator als vermisst und verliert einen Teil ihrer oder seiner Erfahrungspunkte. In den kommenden Einsätzen steht euch dieser Charakter dann nicht mehr zur Verfügung. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen,
Aber was passiert, wenn alle meine Charaktere hops gegangen sind? Darf ich dann nicht mehr spielen? Aber keine Panik, ihr könnt eure vermissten Operator retten. Gehen euch alle beim Versuch aus, kehrt die Person, die als erstes als vermisst galt, automatisch wieder zurück. Trotzdem müsst ihr ständig abwägen, ob ihr die Mission fortsetzen oder lieber eure ausgesandten Charaktere in Sicherheit bringen wollt. Ihr entscheidet ständig zwischen Risiko und Chance. Setzt ihr das Wohl eures Operators aufs Spiel, um noch mehr Erfahrungspunkte zu verdienen? Denn die sind super wichtig. Ihr braucht Erfahrungspunkte, um neue Gebiete, Operator und Gadgets freizuschalten. Deswegen solltet ihr auch die schauplatzspezifischen Herausforderungen im Auge behalten. Bei Erfüllung gibt's da nämlich zusätzliche Erfahrungspunkte. An sich halb so wild, aber manchmal seid ihr darauf angewiesen, mit speziellen Monstern zu interagieren, die partout nicht in dem jeweiligen Gebiet auftauchen wollen. Ja, wir meinen dich, du doofer Kackschleim! Jedenfalls stellt euch darauf ein, in Rainbow Six Extraction immer und immer und immer wieder die gleichen Einsatzorte zu besuchen und ständig dieselben Missionen zu erfüllen. Alleine wird das schnell monoton. Mit einer festen Truppe aus Freundinnen und Freunden sieht das jedoch wieder ganz anders aus. Was durchaus auch daran liegt, dass ihr nach ein bisschen Zeit die Faszination am schwarzen Schmodder entdeckt. Diese ekelhafte Substanz findet ihr an jeder Ecke. Aber ihr könnt den Ekelschleim mit euren Knarren wegballern, was ähnlich Endorphine auslöst wie eine ausführliche Session mit dem Powerwash Simulator. Wer hätte gedacht, dass Waffen zu so etwas gut sein können? Verdammt! Amiambo. Warte, Kuro, ich mach das. Krass, danke! Bitte! Unterm Strich definiert sich Rainbow Six Extraction vor allen Dingen über das gelungene taktische Gameplay. Das kann auch von den repetitiven Aufgaben, dem nicht enden wollenden Gefarme von Erfahrungspunkten, dem unkreativen Gegnerdesign sowie der stellenweise echt peinlichen deutschen Sprachausgabe nicht zunichte gemacht werden. Außerdem passt es nicht so recht zusammen, dass sich das Spiel super ernst nimmt, andererseits aber die Operator mit solchen Sprüchen dazwischen grätschen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder es im Shop solche Skins zu kaufen gibt. Du bist so abgrundtief hässlich. Wie viel Spaß ihr mit Rainbow Six Extraction haben werdet, liegt letztendlich daran, mit wem ihr den Koop-Shooter spielt. Mit Freundinnen und Freunden im Schlepptau, die auf taktische Baller-Action stehen, können wir an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen, auch wenn vieles vom Drumherum nicht richtig greift. Auch was die Langlebigkeit angeht, wird man noch abwarten müssen. Im Gegensatz zu den oftmals hektischen Genre-Konkurrenten hebt sich Rainbow Six Extraction aber angenehm ab. Tja, das war's dann auch schon für heute Abend. Vielen Dank an euch und natürlich auch vielen Dank an das WDR Funkhausorchester. Ihr seid spitze. Vielen Dank, Leute. Ja, und wenn ihr jetzt mehr von den Frauen und Männern hinter mir sehen oder vor allem hören wollt, dann empfehle ich euch mal, den YouTube-Kanal von WDR Classic auszuchecken. Da gibt's jede Menge Soundtracks zu spielen, unter anderem das aktuelle Programm Gaming Sounds mit Scores zu Ori, Bioshock oder auch Uncharted. In diesem Sinne, ich bin raus für heute. Danke, Köln. Wiederschauen. Werner, moin. Klatschen die noch? Ich glaube schon. Ja, ja dann. Ich habe eine super Idee. Sehr gute Idee. Montag früh, ich kotze schon. Schatz, wo ist der Strick? Dienstag, Mittwoch, Höllenzeit. Wochenende noch so weit. Am Donnerstag, ich glaube es kaum, ein Silberstreif von Glück. Denn bald ist schon der Samstag da. Ich weiß, wohin ich klick. G-A-M-E-T-W-O, die allergeilste Gaming-Show. Sind alle Garnaturen.
Zugang!